Fangen wir mal an, so ein Stück mal zu hinterfragen, warum gibt es eigentlich Interessenskonflikte, ja, in der Branche an sich? Es ist natürlich bekanntermaßen so, dass der Finanzmarkt eine große Herausforderung ist und natürlich in sich geschlossen auch ein Markt ist, an dem gegeben und genommen wird sozusagen. Und wenn man natürlich einen gewissen Vorteil errechnen kann, dass es eben auch bekanntermaßen so ist, dass der Retail-Markt, also der Kleinanleger, der klassische Starter in der Branche, relativ schnell Geld verliert, ist man natürlich auch durchaus in der Option zu sagen, na Moment, vielleicht kann ich auch daran partizipieren. Neben Handelsgebühren und irgendwelchen anderen Kosten, die es noch gibt, kann man ja unter Umständen da auch noch eine Wertschöpfung sozusagen generieren. Und das ist in der Tat so, man nennt es Dealing Desk oder auch B-Booking. Das heißt, die Orders, die von Ihnen sozusagen im Prinzip an den Markt gegeben werden, die kommen da nie an. Die werden nämlich in-house bei Broker XY zum Beispiel abgehandelt. Und das können wir zum Beispiel gar nicht tun. Wir haben keine Market Maker Lizenz, das heißt, wir dürfen das gar nicht, wenn es denn so wäre. Und wir würden es tun, hätten wir Rechtsklagen am Hals, beziehungsweise es würde das ganze Geschäftsmodell ja kippen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Maßnahme. Und das ist auch der Punkt, wo wir sagen, der Interessenskonflikt als solcher steht bei uns eben gar nicht im Raum. Ja, wir sind daran interessiert, dass die Kunden A, gut traden, B, erfolgreich traden. Und wir haben auch nichts gegen Algos oder irgendwelche Expert Advisors, die da im 1-Minuten-Chart ständig kaufen und verkaufen, um da praktisch einen gewissen Mehrwert zu erzeugen. Inwiefern die Strategie sinnvoll oder nicht sinnvoll für seinen Markt, das muss jeder für sich selbst natürlich entscheiden. Aber es gibt auch viele, die dann eben sagen, hier im kurzfristigen Trading-Bereich haben wir kein Interesse, weil wir da gar nicht sozusagen die ganzen Trades matchen können. Das ist uns aber sozusagen gar nicht ein störender Fleck im Auge. Nein, wir sagen, willkommen, alle Systeme, ob im Minutenchart, Stunde oder Tag oder was auch immer, können bei uns arbeiten, weil wir, wie gesagt, die Orders durchrouten. Deswegen gibt es keine Interessenskonflikte. Letztlich, ein witziges Bild dahingehend, versucht aber die ein oder andere Partei in dieser Branche das eben dann doch auszunutzen. Und es gibt eben tatsächlich Systeme, und das wisst ihr ja auch, wenn man über den Finanzmarkt hinausschaut, wie die Daten der User, sei es Facebook oder sei es auch Google, gespeichert werden, kategorisiert werden, analysiert werden. Und genau so was Ähnliches im Sinne der Algorithmen gibt es auch bei der Brokerindustrie. Ja, ich meine, wenn Sie als Kunde da 3 bis 6 Monate gehandelt haben zum Beispiel, dann weiß der Broker relativ genau, wenn er Ihr Kundenprofil sozusagen durch Algos analysieren lässt, relativ genau, wie Sie ticken. Und es gibt tatsächlich dann eben Systeme, die dann teilweise schon, bevor Sie es eigentlich wissen, was Sie tun werden, wissen die Systeme das, was Sie tun. Und da gibt es dann, wie gesagt, so eine kleine Rattenschleife, die dann eben sich durchzieht. Ob der Sales Sie anruft, ob Sie einen Bonus erhalten oder wie auch immer. Also das ist schon ganz schön stark durchgetaktet, aber es wird eben gnadenlos ausgenutzt, um Sie sozusagen da auch mehr oder weniger am falschen Ende zu schröpfen. Letztlich kann ja keiner Interesse daran haben, dass Sie Ihr Geld verlieren am Markt. Es ist schon schwer genug, da zu kämpfen, aber umso schlimmer ist es natürlich, wenn Sie noch neben dem, dass man ja erstmal ein gutes Setup braucht und auch einen guten Skill-Faktor von der Psychologie ganz zu schweigen, um überhaupt an den Märkten Geld zu verdienen, ist es natürlich noch extrem schwieriger, wenn Sie dann noch gegen den Broker handeln. Also wenn der Broker jetzt sozusagen ja, die Gegenpartei zu Ihnen ist. Und das sieht eben genauso aus, wie hier in der Grafik dargestellt. Da gehe ich dann weiter hinten sozusagen bei den Slides nochmal drauf ein. Das mal als Startup-Grafik sozusagen, um Sie mal abzuholen erstmal in der Beziehung, wo da langfristig gerade der Unterschied liegt. Wenn Sie eben am Markt real handeln, mit einem direkten Marktzugang, deswegen auch DMA, STP, da werben auch viele Broker mit, doch können Sie es beweisen, ist die große Frage. Wie gesagt, wir werden das jetzt dann auch mal ein Stück weit aufweichen nach dem Motto, wie wir das beweisen können. Und insofern, die Grafik, wie gesagt, wird nochmal auf Sie zukommen. Die Kernfrage wäre natürlich jetzt, weil ich vorhin schon gesagt habe, viele kennen uns wahrscheinlich durch die WOT oder durch die ein oder andere Banneraktivität, die wir natürlich jetzt im Rahmen der letzten Monate und Jahre doch gefahren haben, weil, und deswegen bin ich auch auf den Posten des German Speakers gerutscht, weil wir das Ganze natürlich jetzt nach außen transportieren wollen. Ja, wir sind über 5, jetzt dann 6 Jahre organisch gewachsen, ohne große Aktivitäten dahingehend, dass wir die Werbetrommeln gerührt haben, also organisches Wachstum im Sinne dessen, dass wir auch die Kunden der zweiten und dritten Reihe abgeholt haben. Das soll heißen, wenn man frisch an den Markt kommt, hat man ja, wie gesagt, erstmal eine Faszination von dem ganzen Kursgeschehen und man wird in der Regel relativ schnell bei Google abgeholt oder bei irgendwelchen großen Bannern nach dem Motto, hier können Sie A, umsonst handeln, B, kriegen Sie eine super Plattform, die sehr bunt ist und ich fühle mich gleich wie im Casino, also kann ich hier gleich mal richtig loslegen und zocken. Das sind die Kunden, die sozusagen als erstes an den Markt rantreten. Wenn Sie denn tiefer eintauchen, dann wird sich im Laufe der Zeit dann aber zeigen, dass der Kunde denkt, okay, komische Kursbewegungen, teilweise
eigenartige Chart-Strukturen, was läuft denn hier eigentlich ab? Und wenn Sie dann hinterfragen oder eben auch gerade dann im semiprofessionellen Bereich einsteigen und sozusagen dann hinter die Kulissen schauen, dann kommen Sie in der Regel drauf, ey, wo werde ich denn fair ausgeführt, wo läuft es denn eigentlich so, wie ich mir das vorstelle? Und dann sind das die Kunden, die mehr oder weniger zu uns kommen. Also es ist tatsächlich so, dass wir auch im Schnitt der Accountgrößen im MetaTrader 4-Bereich, das ist unsere Haupthandelsplattform, wobei weitere Launches folgen, da sozusagen eine Kontogröße haben, die bei weitem im Durchschnitt über den Kontogrößen anderer Broker liegt. Warum? Weil im Prinzip bei uns eben die Broker der Trader der zweiten, dritten Reihe kommen, die eben schon Skills haben, die wissen, was sie tun und die Wert drauf legen, dass sie eben transparent und fair am Markt ausgeführt werden, ohne da irgendwie ein Casino-Modell zu unterliegen. Und hier auf den Slide bezogen, machen wir es eben, sage ich mal, anders als viele, viele andere Broker und Sie stehen sozusagen immer im Mittelpunkt. Und jetzt will ich Ihnen mal ganz kurz, jetzt gibt es mal einen kleinen Break hier, den Slide zeigen oder besser gesagt die Website von uns. Wir haben einen Relaunch erfahren und neben dem, was ich Ihnen jetzt sozusagen noch erzählen werde und auch in die Tiefe gehe, können Sie dann praktisch hier mal auf unserer Seite jfdbrokers.de, jfdbrokers.com, gibt es auch in verschiedenen Sprachen, sozusagen mal hier es auf sich wirken lassen, was wir denn sozusagen darstellen sind und wohin wir wollen, was unsere Vision ist. Und das deckt sich genau mit dem Punkt, wo ich auch vorhin sagte, was wir eben tun, ist genau das, dass wir für Sie arbeiten wollen, mit Ihnen arbeiten wollen und dann auch eben hier Wert drauf legen, das nachzuweisen. Und da gehe ich auch nochmal im Slides drauf ein oder in den Slides. Ich banner nochmal hierher. Und zwar geht es nämlich um die Transparenz. Ja, was bedeutet überhaupt transparent? Da kann man natürlich fragen, Transparenz können viele erzählen, aber können sie es auch nachweisen? Und ja, wir können das, nennt sich Post-Trade Execution Report. Jeder von Ihnen, der es will, wie gesagt, ich stelle das dann nochmal ein Stück weit dar, kann sozusagen eine Trade-Nachverfolgung veranlassen. Insbesondere dann, wenn zum Beispiel einer von Ihnen sozusagen jetzt sich ungerechtfertigt behandelt gefühlt hat, sei es zum Beispiel ein riesen Spike, also eine Kursspritze oder ein Kurs-Spike in die eine oder andere Richtung. Das kann man sehr wohl als Broker, gerade als Market Maker auch initiieren, preistechnisch oder auch die Charts verwandeln ein Stück weit. Wenn man aber da sich die Frage stellt, ist das auch real, was da abgelaufen ist? Also können wir hier drauf bauen, dass das eine wirkliche Marktorder war oder nicht? Dann ist es natürlich genau der Punkt, wo man sagt, nehmen Sie ruhig Platz, danke, wo man natürlich dann sagt, dass der Markt hier immer wieder auch durchleuchtet werden muss. Und dann ist aber der Hintergrund eben, kann man das auch wirklich so ein Stück weit nachweisen? Und das tun wir eben explizit durch diesen Report, den ich Ihnen dann im Nachgang, wie gesagt, nochmal detailliert erklären werde, wie der ausschaut. Und grundsätzlich gebe ich den Tipp, schauen Sie sich einfach mal auf der Website um. Wir haben ja auch oben, gleich mal an dieser Stelle, das sehen Sie jetzt hier in dem Livestream, auch den Zugang zu unserem Guidance Desktop. Das ist in der Kooperation mit Börse Go praktisch ein Tool, wo unser Kundenservice von 8 bis 20 Uhr jeden Tag für Sie da ist im Chat. Nebenbei haben wir auch auf der Webseite einen eigenen Chat, sehen Sie hier unten, nicht wahr? Oder aber auch, Sie können jederzeit dann dort auch dem Jens Klatt und auch meiner Wenigkeit dann folgen, wenn wir Analysen raushauen bzw. Live-Videos machen. Also eine Riesenaktivität, die da möglich ist. Ansonsten schauen Sie sich mal hier um, ist strukturell sehr, sehr gut aufgebaut. Und was auch noch wichtig ist hier oben, ich gehe mal auf den Slide hier der Group, da haben wir es. JFD Brokers ist ja Brokers, klar, aber es steckt noch ein Stück weit mehr dahinter. Also das heißt, es ist nicht nur, dass wir ein reiner Broker sind, sondern wir haben auch das Prime Brokerage. Das heißt tatsächlich durch das, was ich eingangs sagte, in Sachen Technologie, in Serverstruktur, Hardware, die wirklich existiert und den Zugang zum Interbankenmarkt, wie wir nachher sehen werden, gibt es andere Adressen, die sich von uns sozusagen bedienen lassen in Sachen Pricing. Das nennt man Prime Brokerage, das heißt, wir stellen unsere Liquidität wiederum anderen zur Verfügung. Das ist ein riesen Gimmick und darüber hinaus haben wir neben unserem eigenen Research auch eine JFD Wealth, eine eigene Vermögensverwaltung. Ja, das heißt, wir haben eine Vermögensverwalterlizenz und wir haben auch einen eigenen Vermögensverwaltungsprodukt, das war Topspin. Und jetzt in diesem Jahr dürfen Sie sich darauf freuen, spätestens zur WOT, wo wir dieses Jahr wieder mal dabei sein werden, zum zweiten Mal. Wie gesagt, dann immer noch eine frische Premiere, weil das für uns, wie gesagt, immer ein Riesenthema war, machen wir es nicht. Aber man muss es im Prinzip tun, um auch Aufmerksamkeit zu erwecken. Und da dürfen Sie sich darauf freuen, was wir dieses Jahr an der WET dann ankündigen werden. Gerade im Rahmen der Vermögensverwaltung wird es dann ein Riesengimmick geben. Da will ich nicht zu viel der Worte verlieren, aber bleiben Sie uns treu, verfolgen Sie uns da einfach. Wird, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Also das Jahr 2017 beinhaltet da einige interessante Aktivitäten.